So, ein wunderschönen, ja, Kicker Hero Folge 28. Bradam. So. Wir können, ja, quasi 1 zu 1 weiter machen. Hat sich ja nichts geändert hier. Außer, dass wir ein bisschen Geld gespart haben. Das reicht für... Schade, nicht ganz 100 Level. Gehen wir mal langsam voran hier. Okay. Naja, 160 Level immerhin. So, gehen wir mal wieder hier ein bisschen den nächsten Boss. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Wir haben einen neuen Söldner, sehr schön. Dann schicken wir dich gleich mal auf Geldsucher. 15 Minuten, naja, kann man machen. Und eine 2-Stunden-Quest, naja. Was soll's. So, ansonsten das Einzige, was wir jetzt derzeit haben, sind Diamanten, also Rubine. Ein Rubin, wow, wir haben unseren ersten Rubin auf einer Söldner-Mission. Ich bin so excited. Okay, na gut. So. Was? Hätte ich nicht geschafft? Oh. Ja gut, dann müssen wir wohl nachlegen, ne? Badadam. Na gut, okay, Level 185, das ist schon richtig. Dann werden die Bosse tatsächlich langsam schwerer. Vor allen Dingen dadurch, dass der nächste so extrem viel kostet, stagnieren wir derzeit halt leider auf diesen Jüttenheimer. Und eben, wie gesagt, ab über Level 100 werden die halt relativ ineffizient. Also zumindest bei dem, was sie bringen, im Vergleich zu dem, was man reinsteckt. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Können wir halt jetzt derzeit nicht ändern. Wir haben hier noch ein paar Skills, die wir hier noch reinpfeffern können. Von daher schätze ich mal, ist alles gut. So, mal gucken, was können wir hier noch machen. Wir setzen hier mal ein paar Level hoch. Hä? Egal. Bam. Gucken wir mal. Da. So und so. Jede Menge Schaden erreicht. Ach so. Ja, okay. Ist ja gut. Aus Ende. So, ansonsten haben wir hier noch ein und da noch ein. Da. Und das war's. Ah, yay, unser erster ist Level 1000. Wuhu. Bringt uns zwar nichts wirklich, aber gut. Okay. Müsst ihr mittlerweile echt ganz schön viele haben. Boah, Alter. Ja, das ist definitiv nice. In dieser Welt durchgeführte dunkle Rituale. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was das sind. Keine Ahnung. Okay. Ja, ansonsten schauen wir mal den nächsten Gegner. Den könnten wir hier mit zerlegen. Boah, so schnell es wieder runtergeht, könnte das tatsächlich was werden. Müssen wir mal gucken. Zur Not haben wir noch das hier. Weiß ich nicht, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Weil wir haben derzeit, wir haben jetzt 10 Klicks pro Sekunde. Heißt also, wir können diesen Klickschaden einfach hier den Wert um eine Zahl erhöhen. Das heißt also, wir haben 28 Klickschaden, also ungefähr ein Drittel von dem Schaden pro Sekunde. Das heißt also, wenn wir ihn verdreifachen, hätten wir ungefähr genauso viel Klickschaden wie Schaden pro Sekunde. Wenn ich jetzt nicht schon wieder komplett falsch rechne. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie gut wir durchkommen durch den nächsten Gegner. Wenn wir ihn innerhalb der, ich sag mal, etwas mehr als der Hälfte der Zeit schaffen,
dann würde das ja ausreichen, ansonsten nehme ich eher nicht so. Und es sieht tatsächlich danach. Doch, sieht danach aus, als wenn wir es schaffen könnten. Oder wen? Gucken wir mal ganz kurz. Doch, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Gut, dann probieren wir das Ganze mal. Das ist Taste Nummer 7. Genau, Hotkey 7. Dann bam und bam. Zur Not helfen wir noch ein bisschen mit. Dann wird es auf jeden Fall was. So, braucht man nicht mehr helfen. Das Ding mal wieder aktivieren hier. Danke dafür. Boah. So, wie viele Helden sind wir bekommen wir eigentlich gerade derzeit? Boah, schon 29. Ah, langsam kommen wir auf einen Wert, der, ich sag jetzt mal, ganz gut ist. Ja, wir haben einen Rubin. Ich bin so stolz auf mich. Der erste Rubin aus einer seltenen Mission. Digga, dass ich das noch erleben darf. Ja, 190. Mann, können wir nicht mal einen haben, der hier weiter unten ist? Die tummeln sich alle so weit oben rum. Das bringt uns doch gar nichts. Das ist Bullshit. Okay. So, dann haben wir dann den nächsten Boss. Den erledigen wir dann, wie gesagt, hiermit. Und dann setzen wir diese Fähigkeit hiermit zurück. Und dann erledigen wir den übernächsten Boss mit Kombination wieder mit dem und dem. Das sollte so passen. Vor allem halt langsam wird es halt extrem teuer. Und leider steigt, soweit ich weiß, das, wie viel Schaden er pro Level bringt, steigt nicht an. Heißt also, bei 160, also bei Level 160 hat er genau den 160-fachen Schaden wie am Anfang. Das Problem ist halt, er kostet aber wesentlich mehr pro Level. Das heißt, wie gesagt, die werden immer ineffizienter. Deswegen ich halt echt gerne auf den hier umsteigen würde, aber der ist halt definitiv noch viel zu teuer. Den kriegen wir frühestens ab der nächsten Ascension, wenn wir dann wirklich, ja, ich sag jetzt mal, durchrennen können. Mal gucken, vielleicht machen wir jetzt wirklich die nächste Ascension einfach durch. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar noch einen Primal Boss, also so einen Urboss, der uns extra viele Heldenseelen gibt. Dann könnten wir nämlich hier ein bisschen hochskillen. Ich meine, die beide bringen erstmal nichts, weil wir halt erstmal aktiv spielen. Aber wir könnten halt den hier hochleveln. Das wäre schon mal ganz geil. Jo. Dann heißt es nämlich, dass bei der Ascension dann jetzt, weil bei einer Ascension geht die Kombo immer verloren. Wir starten also nach der Ascension mit der Kombo von 0. Ist aber auch kein Problem, weil die ersten Gegner sind sowieso ultra low Bob. Und bis morgen früh haben wir ja dann sowieso wieder die Kombo drin. Übrigens werde ich das so machen, ich werde das nicht für immer durchlaufen lassen. Sondern wir werden das tatsächlich so machen, ich werde jetzt erstmal das immer komplett durchlaufen lassen. Auch nach der ersten Transcension werde ich das erstmal noch durchlaufen lassen. Sobald wir aber nach der ersten Transcension die erste Ascension haben, werde ich diese Combo immer nur noch innerhalb einer Folge einsetzen. Heißt also praktisch, wir starten mal am Anfang einer Folge ganz normal und starten dann natürlich auch mit der Combo von 0. Ja, weil es mit dem durchlaufen lassen ist zwar eine coole Sache, aber ich mag es halt nicht, wenn ich die ganze Zeit den Browser offen haben muss. Ich meine, der rechnet sowieso die ganze Zeit an, weil hier laufen ein paar Server drauf, zum Beispiel mein Torrent-Server, SSH-Server und so weiter und so fort. Also für SFTP etc. Aber eben, normalerweise hat mein Rechner halt eine Auslastung von 1-3%. Und wenn ich die ganze Zeit den Browser auf habe, dann hat er halt eine Auslastung von mindestens 5-10%. Weil das Problem ist halt ein Flash-Game.
Und Flash Game ist halt alles andere als effizient. Und verbraucht dementsprechend einfach unglaublich viel Rechenleistung. Also vergleichsweise mit dem, was man halt eigentlich darstellt. Ja, von daher will ich das so schnell wie möglich vom Tisch haben, dass der Browser die ganze Zeit offen sein muss. Warum kostet der so viel? Ich hasse dich, du Arsch. Wir können tatsächlich ihn ja nochmal einsetzen, weil das dürfte nochmal Boost geben. Warte kurz, der hat 7E26. Er hat 1E25. Nee, das bringt gar nichts. Nee, das bringt absolut nichts. Wenn wir seinen Angriff vervierfachen, weil wir hier auf Level 225 gehen, macht er gerade mal 4E25. Wenn wir das nochmal vervierfachen, also Level 250, dann haben wir 1,6E26. Und das ist immer noch weit unter dem hier. Das heißt also, ihn tatsächlich hoch zu leveln, bringt auch relativ wenig. Wir müssten tatsächlich jetzt erstmal den hier hochleveln. Fähigkeiten haben wir auch alle. Oh, gleich kommt der nächste Boss. Ey, gut. Ich glaube, ich warte mit dem Boss tatsächlich, bis die wieder auf 0 sind. Sind ja eh gleich runter. Von daher bietet sich das an. Dann machen wir das so. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boom, Headshot. So, 1, 2, 3. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt die letzte Funktion resetten. Hopp, fertig. Sehr schön. Damit hätten wir den dann auch schon mal erledigt. Der bringt leider, der hat keine Rubine gebracht. Ernsthaft jetzt? Nani? Wie kann denn sowas sein? Tja, dann hoffe ich mal, dass der nächste Boss nochmal Rubine bekommt, weil es ist immerhin. Ja, doch, doch, der bringt auf jeden Fall. Weil der nächste Boss ist ein Level 200 und ich glaube zu wissen, dass die Bosse, die an den 100er Level kommen, also 100, 200, 300 und so weiter und so fort, die bringen auf jeden Fall mehr Heldenseelen, weil das auf jeden Fall Urbosse sind. Bei den Bossen dazwischen ist es quasi eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4, also 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie Urbosse sind. Aber die 100er Bosse, die sind immer auf jeden Fall Urbosse. Dann hoffe ich mal, dass wir den nächsten Boss auch so schön geschmeidig schaffen. Das wäre ganz geil. Das wäre nochmal ein schicker Boost. Dann könnten wir wunderbar eine Ascension machen für definitiv gute Heldenseelen. Endlich mal eine Ascension, nachdem wir auch tatsächlich gut was bekommen. Geil. Schaut, ab der nächsten Ascension bekommen wir denn ja auch. Genau, ab der nächsten Ascension bekommen wir dann auch wieder Rubine. Das heißt, wir können uns langsam, ja, langsam darauf vorbereiten, vielleicht doch noch hier unsere 50 Rubine voll zu bekommen. Dann müssten wir allerdings irgendwann nochmal eine Ascension machen. Müssen wir mal gucken. Dann können wir nämlich nach der Transcension tatsächlich eine Quick Ascension machen. Dann bekommen wir in der nächsten Transcension gleich wieder 7 Heldenseelen. Das wäre halt schon ganz geil. Weil ansonsten ist, wie gesagt, die erste Ascension halt immer ultra langsam. Ich meine, wenn ich bei mir hier lokal spiele, macht das absolut keinen Unterschied. Das ist mir persönlich relativ egal. Aber hier für ein Let's Play, ich weiß nicht, ist immer nicht so schön. So, ab wann kommt eigentlich diese Kack-Gilde? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Gilde kommt schon ab Level 150 oder sowas. Also ab weit unter 200. Aber irgendwie kommt die gar keine. Gucken wir mal ganz kurz hier. Was mache ich denn hier? Clicker Heroes Clan. So. La, Clicker Heroes Clan is used to generate additional. Ja, la, okay, bla bla bla. Heroes Heroes will be unnecessary. Was? There are two ways to become a part of a clan. A player can either make their own clan, also ja, habe ich ja gemacht, by searching clan. Some 500 needs to be defeated at least once to access the clan tab. Aber wir haben noch Level 50 schon lange.
To make a clan, 50 rubies are necessary. 500 rubies on mobile. If a player make a clan, there will by default be a leader. To resist, title may be passed on when if other joins. To join a clan, there are two options. Either enter a specific clan name or get the name to generate the name of the existing clan. Joining a clan is not automatic, as a clan master must approve all applications. Unless a clan master turns the auto join option on, note that on Columbus games or Xbox One there are no clans. Clans are limited to a maximum of 10 players, including the clan leader. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber Zone 50 haben wir doch schon längst. Oder haben wir eine Version, die echt so alt ist, dass es hier noch keine Clans gibt? Hey Ferns, there have been a lot of comments about Clan. Clan Menü, up to 25 Messages, Countdown, Clan, Hallelujah, Notes. Leaving a Clan will not reset Immortal Damage to 1 Health, Reward, Notes. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich. Also laut dem, was hier steht, ich kann es mal auf Deutsch übersetzen. Wo war das überhaupt? Hier. Es sind zwei Wege, um, oder es gibt zwei Wege, um Teil eines Clans zu werden. Zum einen kann der Spieler seinen eigenen Clan erstellen oder auf Anfrage einen Clan, also einen existierenden Clan beitreten. Er generiert... Generating a random clan name? Na gut. Also entweder beim Generieren eines zufälligen Namens oder bei der Suche nach einem speziellen Clan-Namen. So, und jetzt kommt das Wichtige. Zone 500 muss ja verteidigt worden sein, um den Tab zu öffnen. Also um Zugriff auf diesen Tab zu haben. Aber wir haben Level 50 schon längst und dann immer noch keinen Zugriff auf diesen Tab hier. Ich verstehe das gerade nicht. Gibt's da noch mehr? Clicker Hero Clans. Achso, stopp, Facebook. Ja klar. Clicker Hero Recruitment. Clicker Hero Scout. Balala. Clicker Hero Save. Nein. Ich weiß auch gerade gar nicht, seit wann ich bei mir, bei meiner mobilen Version den Clan-Tab habe. Bin gerade echt ein bisschen total verwirrt. Na genau, daneben, das Ding da. Das müsste hier dann kommen. Kommt aber nicht. Clans across platform, meaning player is the same clan, do not need to be the same platform. Incidents have absolutely no effect on immortal damage or the reward. Clans were introduced in patch 0.2, ja wann auch immer das jetzt war. War das jetzt vor meiner Version oder nach meiner Version? Weil ich habe ja hier so eine ganz komische Nummer. Die haben hier sowieso ein ganz witziges Formatsystem. Ich meine, ich habe die Version 2.2.6, das ist noch eine Version, mit der kann man was anfangen, ja, also eine 2.2.6. Hier ist aber jetzt Version 1.0E7, war das jetzt vor meiner Version? Also ich weiß natürlich, das war meine vor meiner Version, aber jemand, der die Version als solches sieht, kann ich mit der Bezeichnung absolut nichts anfangen. Und hier ist jetzt 0.2. War das jetzt vor der Version?
War das vor meiner Version oder war das nach allem? Also ich verstehe nicht. Gibt es irgendwie mal eine Versionshistorie? List of Clicker Hero Versions. Patch-Historie. Bin ich mal gespannt. Okay, am Anfang gab es die Erde. Achso, sind die Patch Notes. Ja, wow. Okay, das heißt. Aha, hier. So, zuallererst gab es die Version 0.01. Dann kommt Version 0.2. Das, genau, Clans and Immortals Edit. Ach, das war alles noch in der Beta. Okay, dann dürfte das also auf jeden Fall vor diesen offiziellen Versionen sein. Genau, danach kam dann das. Okay, okay, gut. Das heißt also, unsere Browser-Version ist das hier. Und dann kam später... Hä? Hier gibt es ja nur so eine Versionsschemas. Kann es sein, dass denn die Android-Version ein ganz anderes Schema haben? Weil eben da, bei der Android-Version steht bei mir 2.2.6. Und ich dachte, sie haben irgendwann das Schema einfach geändert. Lol. Na gut, das ist natürlich total verrückt. Das wird immer bekloppter. Die Unterschiede zwischen Android und PC ist echt unergründbar. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, auf den Kampf. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Bam. Ja, das schaffen wir. Und er gibt 7 Heldenseelen. Naja, ist doch schon was. Ist doch schon was. So, dann können wir danach auf jeden Fall eine Ascension machen. Da gefreut mir aber. Bom. Ach ja, komm, jetzt mach ich hier. So. Ja, gut, jetzt aus, weg mit dir. Barbarella. Okay, mehr schaffen wir hier erstmal sowieso nicht, aber wir haben die Level 2000, 200 geknackt, ist schon mal ganz geil. Ja, dann würde ich mal sorgen, wir versuchen jetzt noch so weit wie möglich hier unsere Typis hoch zu leveln. Bam, 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 bam. Okay, das war's. Hat das was gebracht? Ne, wir haben immer noch nur 8 Heldenseelen, okay. Reicht aber auch. So, 36 Heldenseelen, yay, bumm. Okay, dann würde ich mal sagen, erstmal immer speichern. Wir haben übrigens schon seit der ganzen Weile nicht mehr gespeichert, kann das sein? So, wie man sieht, alles zurückgesetzt. Heißt also, wir können mit dem Ding hier noch komplett neu anfangen. Tada! Dann aktivieren wir mal das Ding hier. Gut, und jetzt gucken wir als allererstes, was machen wir mit den Heldenseelen. Wir haben 36... irgendwas beschwören bringt derzeit erstmal den hier. Wenn wir den auf Level 5 bringen, dann hätten wir 100% plus. Um ihn aber auf Level 5 zu bringen, brauche ich nur 15 Heldenseelen. Das ist mir offen gesagt zu teuer erstmal. Kritischen Klick, das wäre schon heftiger. Ne, komm. Wir bleiben tatsächlich erstmal bei dem hier. Oh mein Gott. So. Damit haben wir jetzt schon mal den Doppelten. Okay. So. Ansonsten. Ja, 300. Das kriegen wir bald, hoffentlich. Können wir hier sonst irgendwas machen? Nee, ne? Gut, das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen, hier wieder unsere Helden zu erstellen. Ja, als allererstes, weil wir arbeiten hier mit Klickschaden, also als allererstes wichtig der hier. Oder die hier. Bam, bam.
Danke dafür. Wow. Level 50. Brauchen wir nochmal 15 Levels. Okay. Gold. Warum ist das so teuer? Ich verstehe das nicht. Vielleicht sollten wir doch erstmal hier weitermachen. Wobei ganz ehrlich, Schaden pro Sekunde 100, 104, das bringt halt einfach absolut gar nichts. Ich glaube, die hier können wir heute, also jetzt erstmal sein lassen. Ich kümmere mich jetzt erstmal alleine um Schaden pro Sekunde. Dann lassen wir das Ganze auch erstmal so und gucken dann morgen früh weiter. Bis morgen früh haben wir dann hoffentlich ein bisschen Geld verdient. Und können uns dann um die restlichen Helden kümmern. Weil das Problem ist halt, wie gesagt, am Anfang bringt Schaden pro Sekunde kaum was. Vor allen Dingen nicht, wenn wir hier sowieso mit der Combo durcharbeiten über die Nacht. Von daher, ja, bleibe ich so. Den noch mal was, noch mal um 10%, um 100% erhöhen. Das pfeffert den gut weg. Level 75, da brauchen wir 37.000. Farm ich die jetzt bis Level 100? Ich weiß nicht. Wie lange geht denn die Aufnahme eigentlich schon? ja gut, okay. Nein, halt. So. Ja komm, bis Level 75 oder Level 100. Na, auf jeden Fall bis Level 75 drücke ich die auf jeden Fall jetzt noch. Und dann machen wir aber am besten Feierabend. Und gucken dann morgen früh weiter. Und vielleicht kommen wir bei der Ascension schon bis Level 300. Wobei, nee. Ich mache auf jeden Fall noch eine Ascension. Alleine um hier die Rubine zu bekommen. Das heißt, wir lassen uns jetzt bei den Ascensions ein bisschen Zeit, weil ja, wir sind jetzt erstmal wieder auf diese Viecher angewiesen. Auf die Fische. Und ein bisschen Rubine sammeln. Das kann sich echt ganz schön hinziehen. Oh Mann, ey. Das ist heftig. Vor allen Dingen, wenn ich mal dran denke, wie die Fische normalerweise so rumfischen, dann ist das eher so Albtraum behaftet. Ne? Okay, den Boss schaffen wir nicht. Schade eigentlich. Ja, halt da. So, jetzt müssen wir ihn aber schaffen. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich damit. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Dann geht's morgen weiter. Dann geht's morgen los. Mit einer Combo von wieder so 300 bis 400.000. Geil normal. Gut. Ja, in dem Sinne. Ciao mit V.